Mit Episode 9, die Schlacht der Bastarde oder The Battle of Bastards, steht uns am Montag wohl mit Abstand der spannendste Showdown bis jetzt in Game of Thrones zur Verfügung. Wenn Team Stark auf Team Bolton trifft, wird es heiß umhergehen und damit meine ich blutig. Seit Mitte der zweiten Staffel ist Winterfell nicht mehr Sitz der Starks, nachdem es sich erst die Graufreuds und später durch eine List die Boltons beansprucht haben. Und da bis auf Sansa, Bran, Rickon, Arya und Bastard Jon Snow kein Stark mehr lebt, sehnen wir uns seit über 4 Staffeln endlich die Rückkehr, oder sollte ich besser die Rache der Starks sagen. Denn der signifikante Sinnspruch der Starks, Winter is coming, sagt nicht ohnehin eine Art Comeback des einst so königstreuen Hauses aus. Ein weiteres Zitat der Starks, The North Remembers, sagt aus, dass die Hinrichtung Ned Starks sowie die Geschehnisse bei der Red Wedding noch nicht vergessen und abgerechnet wurden. Deswegen spekuliere ich so weit, dass ich sage, dass Team Stark die Schlacht gewinnt, allerdings nicht ohne mindestens eine Person, die einem über die Zeit schon sehr ans Herz gewachsen ist. Für mich käme dort nur Ser Davos oder Tormund in Frage. Allerdings kann ich mich dort auch täuschen. Da der in Gefangenschaft sitzende Rickon Stark eher karge Chancen zum Überleben hat, sollte uns allen klar sein, weswegen ich seinen Tod schon sehr denkbar finde. Höchstwahrscheinlich wird es gegen Ende auf einen Zweikampf zwischen Jon und Ramsay hinauslaufen, den Jon wahrscheinlich gewinnt und somit Sansa wieder vereint über den Norden regieren wird, während Ramsay als Gefangener im Kerker sitzt. Allerdings sind 60 Minuten Schlacht auf die Dauer schon sehr langweilig, auch bei Game of Thrones, deswegen ich es gar nicht für so abwegig und unwahrscheinlich finde, wenn wir ein Zusammentreffen von Asha und Theon mit Daenerys im Meereen erwarten können. All das bleibt allerdings abzuwarten, aber in ein paar Stunden werden wir es besser wissen und in diesem Sinne, The North Remembers.